Hey Leute, wir testen heute die Aromen von Steam Shots von Thomas, aber ich finde, das Wetter ist einfach ein bisschen zu geil. Komm, wir gehen raus. Da sind wir, wie schön. Ich sitze im Almet. War jetzt ein bisschen schwer, eine Stelle zu finden, wo ich so ein bisschen meine Ruhe habe. Und auch hier, man hört die Autobahn ganz gut. Das ist ein bisschen schade. Aber ich bin an der Alpaka-Farm. Und ja, mir gegenüber stehen eine ganze Menge Alpakas. So auf der Wiese, die sind am Fressen. Ich habe mich in den Schatten gesetzt und ich hoffe, die Lichtverhältnisse und sowas, das funktioniert. Denn ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Das hier ist meine Action-Cam. Das ist die DJI Osmo Action. Und ich dachte, ich will da jetzt mit mal raus und ich will das mal ausprobieren. Und wir probieren heute die Aromen von Steam Shots. Thomas, den kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder. Man darf nicht sagen, er ist Influencer, dann regt er sich auf. Er ist Influencer. Und er hat Aromen rausgebracht, diese hier, die Steam Shots Aromen. Und ich sollte die jetzt endlich mal machen, sonst sind sie leer. Und ja, es sind Chubbies und ich zeige sie trotzdem. Warum erzähle ich gleich. Das sind 30 ml Aroma, die da kommen. In einer ganz normalen Chubby-Flasche. 30 ml Aroma auf 120 ml Liquid. Das ist viel. Einen guten Grund, warum ich das Video mache. Thomas hat mir ein Bier mitgeschickt. Was soll ich machen? Kein Öffner. Ich guck mal, ob das mit der hier geht. Klar. Ich habe den ältesten Krug mitgebracht, den ich finden konnte, weil ich dachte, wenn der runterfällt, dann ist egal. Das ist ein Zeugel von Scherdel aus Bayern, Bierbrauerei. Aus Hof. Das ist schon das zweite Bier. Thomas hat mir zwei mitgeschickt, eins habe ich schon vor längerer Zeit gekillt. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber das war wirklich sehr gut. Ja, Prost auf euch. Oh, Menge Hefe. Prost. Oh, geil. Malzig, süffig, genug Hopf, das Trinkbier, ohne, aber wirklich sehr gutes Trinkbier. Danke, Thomas. Abstrakt, Kiwi, Erdbeere, Melone. Ich mache erstmal keine großen Worte, ich ziehe einfach. Ich sag mal so, ich mache das Video unter anderem aus dem Grund, die Sachen, die Thomas bisher gemacht hat, haben mir nie geschmeckt. Ich habe Chewbacca nicht gemocht, ich habe Fansaft nicht gemocht. Die Reihe stelle ich jetzt, ich kann spoilern, ich finde sie alle ganz gut, ich stelle sie euch jetzt einfach vor. Ich nebel mir die Landschaft zu. Kiwi, Erdbeere und Melone, und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Kiwi bin ich mir immer unsicher bei jedem Liquid. Das Aroma hier schmeckt extrem gut. Die Erdbeere ist ganz geil getroffen. Die Melone ist süß. Es ist alles nicht übersüß und es hat eine gewisse Säure und das ist wahrscheinlich die Kiwi. Was dieses Aroma hier ist, es ist rund. Es ist sehr, sehr rund. Es ist sehr angenehm. Es hat keine Spitzen. Die Geschmäcker sind trotzdem getrennt. Und es wirkt so saftig. Es wirkt nicht wie eine Süßigkeit, sondern es wirkt wie ein Eis. Würdet ihr Fruchteis auftauen lassen und das dann trinken, so von eurem Eisdealer,
Das würde wahrscheinlich so schmecken. Abstrakt ist gut. Und jetzt haben wir schon wieder dieses eine Monster im Raum, nämlich die Chubby. Und das ist was, das gefällt mir bei der Linie hier nicht, denn es sind mal wieder Aromen und die kommen in Chubby-Flaschen. Und ich kann mir das Aroma, wenn die Flasche leer ist, nicht in einem kleinen Gebinde nachkaufen. Finde ich immer doof. Ob man das mag oder nicht, das bleibt allen selbst überlassen. Thomas findet es anscheinend so besser. Eine Sache, die er gesagt hat, ist, es wird wahrscheinlich nicht gehen, denn man braucht für 120 ml Liquid 30 ml Aroma. Und das ist ja viel zu viel. Sowas kann man ja gar nicht in kleine Flaschen packen. Ich habe einen Rucksack voll Zeug mit und ich habe was mitgebracht. Das werden wir vielleicht irgendwann testen. Das ist das Aroma von Smokewolke Diane, das Dampfdrache Smokewolke Classic. Das habe ich mir gekauft, weil ich es bei Steamshots im Stream gesehen habe. Und dachte, es interessiert mich und habe dann gesehen, man kann es nicht nur als Chubby kaufen, sondern man kann dasselbe Aroma in 30 ml Glasflaschen kaufen. Also Thomas, Diana hat es hingekriegt. Ich mache das Video auch, weil ich weiß, dass ich Thomas damit so ein kleines bisschen triggern kann. Und außerdem habe ich noch was mitgebracht. Und das geht auch so ein bisschen die Chubby-Thematik an. Und zwar das hier. Das ist die größte Chubby aller Zeiten und ich, Idiot, habe sie gekauft. Also, was heißt gekauft? Ich habe sie ersteigert. Und ich gab's bei Charity Line 3.0 zu ersteigern und es sind 240 Milliliter von diesem Abstrakt-Aroma. Plus diese riesen Chubby, in der das Ganze drin ist. Ich werde die an euch verlosen, denn ich find's cool, dass Thomas die gespendet hat und ich würde sie auch gerne spenden. Und dann ist das für alle irgendwie cool. Das ist so eine Art Chubby-Versöhnung. Also nicht wirklich. Ich werde diese Dinger nicht leiden können. Aber ich verlose euch ein paar. Wie das funktioniert, erzähle ich am Ende. Jetzt haben wir zunächst mal das Arachne. Melon Milk. Übrigens, schön, Thomas, dass unter den Namen so die Fantasienamen, ich glaube, das hat irgendwas mit Fortnite zu tun, darunter steht, was drin ist. Und das finde ich gut. Ich probiere mal. Falls ihr euch fragt, auf dem Woodpecker mechanisch mit Drop Solo RDA. Wie immer. Melon Milk. Ich weiß gar nicht, ist es Melone? Mich erinnert es sehr an ein Liquid, was ich mal als, ich glaube, 20 ml Tröpflerflasche, sehr teures Zeug, für irgendeinen Test bekommen habe vor vielen Jahren. Und das vor vielen Jahren war Apfel. Und ich konnte es schon nicht definieren. Das hier ist Melone. Und ich kann es nicht definieren. Es schmeckt saugeil. Es schmeckt milchig. Es schmeckt cremig. Es schmeckt nach Frucht. Und ob es jetzt nach einer sehr, sehr reifen Melone schmeckt, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz sagen. Mich erinnert ein bisschen an wieder Meloneneis. Es schmeckt nach Meloneneis. Es schmeckt nicht nach einer Melone, sondern nach einer Kugel Eis. Es schmeckt amok gut. Das ist ernsthaft richtig geil. Sau lecker. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als wäre da noch so ein bisschen was wie Pistazieneis mit drunter. Also wie wenn man sich eine Kugel Meloneneis kauft und man hat sich eine Pistazie dazu gekauft und das hat sich alles so überschnitten und man greift das gemeinsam im Löffel und so ein bisschen kommt mir das vor. Die Kamera ist an meinem Fahrrad festgemacht. Ich habe kein Stativ, deswegen hängt das alles so schief. Denn mein Fahrrad steht auf dem Ständer. Ja, ich habe einen Ständer. Na, wenn man sich so eine Actioncam kauft, dann braucht man halt auch ein bisschen Zubehör und das wird jetzt nach und nach kommen. Ich habe jetzt gestern erstmal den Schritt gemacht und habe mir meine erste Actioncam ever gekauft. Ich weiß auch, es kann sein, dass die Sonne von da hinten total reinknallt und man mich gar nicht mehr sieht. Ich weiß es nicht.
Ich habe noch keine ND-Filter. Ich habe nicht mal eine Fahrradhalterung. Ich habe die gebaut aus so einem Dokumentenheft-Gedöns. Alles improvisiert. Ich habe noch keinen Adapter für ein Mikrofon. Kann sein, dass der Ton total grottig ist. Ich weiß das alles noch nicht. Wir finden das gemeinsam raus. Arachne Melonmilch. Sehr gut. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das Video hier mehr Daumen runterkriegt als sonst. Denn Thomas ist ja auch so ein bisschen ein besonderer Charakter. Hashtag abgehoben. Hält das so? Das hält so. Und ich finde, das ist ein Urteil, das darf man sich erlauben. Also man kann jederzeit sagen, Thomas, der hat ein bisschen Schaden, der ist irgendwie so ein bisschen abgehoben. Aber man sollte ihn vorher mal kennengelernt haben, denn er ist wirklich ein anderer Typ als der Typ in den Videos. Das heißt, er ist eigentlich der Typ aus seinen Livestreams morgens. Er hat einen Twitch-Kanal mittlerweile. Ich weiß nicht, ob alle auf YouTube wissen, was Twitch ist, aber dort passieren Livestreams und Thomas streamt dort morgens live, 10 Uhr morgens. Er ist Influencer von Beruf, der kann das machen. Da ist gerade ein Radfahrer durchgefahren und ich komme mir echt ein bisschen bescheuert vor, einfach mit meinem Fahrradlenker zu reden. Ein Problem ist ja, die Kamera ist so klein, niemand kriegt mit, dass ich filme. Und wenn ihr die Chance habt, euch das morgens um 10 mal reinzutun, dann schaltet da mal rein. Er ist dort wirklich ein sehr entspannter Mensch und vor allem, er beantwortet Anfängerfragen. Er beantwortet Fragen zum Dampfen allgemein. Er hat davon halt einfach schon eine ganze Menge gesehen und viel in der Hand gehabt und er versuchte halt einfach Fragen zu klären. Dass ich auf die Idee gekommen bin, mir eine Kamera zu holen, um draußen ein bisschen zu filmen und da ein einfaches Setup zu haben, daran ist ein Video schuld. Und zwar vom Kanal Zippy Vape. Das ist die, sie nennt sich glaube ich Zippy. Ich kenne sie nicht persönlich und ich habe auch erst ein, zwei Videos gesehen. Aber in ihrem letzten Video, das ist ein Liquid-Test und da geht sie in die bayerischen Berge und sitzt vor einem Voralpen-Panorama, das mir die Sprache verschlagen hat. Das ist ein wunderschönes Video, was Zippy da produziert hat. Es ist einfach, es ist so meditativ. Ich gucke gerne Liquid-Tests, ob mich die Liquids interessieren oder nicht. Und zwar immer dann, wenn es eine entspannte Angelegenheit ist. Deswegen schaue ich so gerne die Liquid-Tests von Django und deswegen hat mir der Liquid-Test von Zippy so gut gefallen, weil es wirkt total entspannt, wie sie vor diesem Mörder-Panorama sitzt und Liquids ausprobiert. Ich verlinke euch das Video hier oben hier irgendwo und lasst ihr doch, wenn euch das passt, mal ein Abo da. Die könnte echt ein bisschen Unterstützung brauchen. Ich glaube, eben waren es irgendwie so 70 Klicks auf das Video oder so. Da könnte mehr gehen. Also dafür, dass es so schön ist, das ist total schön gemacht, da könnte mehr gehen. Axion. Pfirsich, Orange, Mango. Das ist sausüß. Und das ist sau lecker. Das Axion war von Anfang an eins meiner Lieblinge. Die Flasche ist auch gleich leer. Das war mit so ein Grund, warum ich jetzt das Video machen wollte. Krachen. Ich weiß, es wirkt immer so ein bisschen shady, wenn YouTuber über die Liquids von anderen YouTuber sagen, das sind sehr gute Liquids. Kein Nachwissen. Ich habe auch über viele Liquids von anderen YouTubern keine Videos gemacht. Vielleicht, weil es mich mal nicht interessiert hat oder weil sie mir nicht gefallen haben. Und tatsächlich ist es so, das sind die ersten Sachen von Steamshots, wo ich sage, Alter, Volltreffer. Sehr gut. Thomas, wenn ich mal irgendwann Liquids machen sollte, musst du auch das sagen, ne? Abgehoben. Nee, Quark. Wenn ich's kacke, würde ich es erzählen. Axion ist vor allem Pfirsich und Mango. Die Orange, und das ist ganz interessant, ist mal an der Seite von der Zunge. Eher so als, es könnte auch eine Zitrone sein. Aber fangen wir mit der Orange an. Die Orange ist überhaupt nicht störend. Es gibt Orangen, und zwar eine Menge, die mir nicht passen. Gazos Orange haben eine Menge Leute gefeiert. Und mir war das zu viel in Richtung ätherisches Öl. Ich weiß auch nicht. Ich finde, es gibt eine Orangenart, die ist beim Dampfen scharf. Das ist die, die in Gazos drin ist. Das ist die, die schon in
Clockwork Orange drin war, die es verhalten. Sie ist sauer. Sie ist lecker. Stellt euch vor, ihr macht euch ein Getränk aus Pfirsichsaft. Gibt's Mangosaft? Mangosaft gibt's bestimmt. Und O-Saft. Und dann wird der O-Saft immer gegen den Pfirsichsaft abschmieren, weil das ist ja so ein dickes Zeug. Oh, genau so schmeckt der Pfirsich hier. Das ist alles Saft, Saft, Saft. Und ja? Ja, es ist fucking süß. Das schmeckt echt saugeil. Mir ist es ewig und drei Tage nicht passiert, dass ein süßes Liquid ein All-Day für mich werden könnte. Also bei dem Süßungsgrad. Ist halt echt saftmäßig. Ich find's halt erstaunlich. Und geil, wenn eine Süße schmeckt wie komischerweise brauner Rohrzucker. Ich weiß gar nicht, ob brauner Rohrzucker einen besonderen Geschmack hat. Aber er wird halt dann immer eingesetzt, wenn Gläser halt so in so Zucker gestippt werden und dann klebt oben dran so brauner Rohrzucker oder eben Hagelzucker oder so ein Zeug. Und daran erinnert mich das. Axion ist ein sehr gutes und sehr süßes Liquid. So, ich habe noch ein halbes Bier und sitze jetzt hier noch bei den Sexy Alpakas. Machen wir das. Also, das sind, wie gesagt, zwei Flaschen Abstrakt, die voll sind bis oben hin mit Aroma. Und ihr kippt da ein dreiviertel Liter Base drauf. Und dann habt ihr einen Liter Steam Shots Aromen. Liquid. Also, die Aromen, wisst ihr, was ich meine. Diese Flasche gibt's genau einmal. Ich hab sie gerade auf die Steine geworfen. Ich hoffe, es kommt nichts dran. Gott. Also ein Einzelstück. Wie gesagt, ich habe es bei Charity Line ersteigert und als ich es ersteigert hatte, dachte ich so, ich Idiot, was habe ich da eigentlich getan? Ich mache hier diese Anti-Chubby Rants und ersteigere die größte Chubby Flasche auf diesem fucking Planeten. K-L-O-K. Aber ich finde die Aktion von Thomas cool. Dass er alle drei Sorten so rausgebracht hat und um die hier zu gewinnen, was ihr tun müsst, ist, ihr schreibt einfach unten ins Kommentarfeld Hashtag abgehoben. Und was ihr sonst noch so schreiben wollt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir erzählt, wenn ihr die Sachen getestet habt, wie ihr sie findet. Und auch vielleicht, wie ihr sie im Vergleich mit den alten Sachen von Thomas fandet. Ob es euch da so geht wie mir. Also, die Aktion hier jetzt war auf jeden Fall ein gelungener Abschluss meines Wochenendes. Ich bin sehr gespannt, wie das mit der Kamera funktioniert hat. Ich habe mir jetzt vieles angeguckt und irgendwie merkt man so, wenn man so eine Kamera hat, man braucht echt noch einen Arsch voll Zubehör. Also ich glaube, das war's. Es wird gleich dunkel werden, die Sonne ist gleich weg. Ich pack jetzt meinen ganzen Scheiß, ich habe hier so viel Scheiß jetzt rumliegen. Pack das alles wieder ein, fahr nach Hause, schneide das Video. Heute Abend ist die Aktion zu Hashtag Respekt online gegangen und ich bin sehr gespannt, wie die Reaktionen sein werden. Das ging vor einer Dreiviertelstunde, glaube ich, online. Und ich habe bisher noch nichts mitgekriegt und ich warte auch bis heute Abend, bis ich zu Hause bin und mir das angucken kann. Ich sag danke an Thomas für ein lecker Bier. Für die Liquids, die er mir zur Verfügung gestellt hat. Ich sag danke an... Bleib stehen. Ich sag danke an Zippy für die Inspiration, für dieses Video, das draußen zu machen. Ich sag danke an euch wie immer, dass ihr reingeschaltet habt und guckt das nächste Mal da wieder rein. Wenn es euch gepasst hat, dann lasst vielleicht einen Daumen hoch und abonniert den Kanal oder tut es nicht. Oder macht, was ihr wollt. Ihr seid alt genug, oder? Schreibt einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt und setzt das Hashtag... abgehoben dazu, um das Zeug hier zu gewinnen. Ich fahr jetzt heim. Ciao.